Wir sind jetzt hier im Café Elbgold. Das sind wir eigentlich relativ häufig. Ich meine, wie man hier schon sieht, Wetter, wenn gut ist, passt natürlich hier hervorragend, hier mal einen Kaffee zu trinken. Also kann man auch nach dem Training mal gut entspannen. Ab und zu gibt es auch an der Kollerstraße Frühstück, so eine Art Frühstücksclub. Könnt ihr mal erklären, was es damit auf sich hat? Seid ihr da überhaupt mit drin? Ich bin für die letzten anderthalb Monate gezwungenerweise drin gewesen, weil ich anderthalb Monate kein Auto hatte und ich immer mit dem Philipp fahren musste. Und der ist ja in dem besagten Nudelclub oder Frühstücksclub, wie man das auch immer nennen mag, gerade um welche Uhrzeit das stattfindet. Heute Nachmittag ist das zum Beispiel um 12, da wird dann zusammen Nudeln gekocht. Geht von Schule aus, ich finde es eigentlich ganz gut. Es sind eigentlich so die ganzen Jungen dabei mit Basti Meier, Gregor. Ich finde es eigentlich ganz gut, wir machen dann auch ein bisschen Krafttraining. Und Schule will halt, dass wir ein bisschen dahin kommen, uns besser zu ernähren. Meine Familie da ist, wir haben auch einen Hund, da gehen wir öfters mal spazieren. Er ist ja direkt vor der Haustür, quasi von mir. Und ich habe ab und zu mal auch einen Hund von Freunden und da bietet sich das natürlich an, ist direkt um die Ecke, einfach mal rauszugehen. Der Polizeisportplatz hier, den kennst du auch noch. Erzähl mal, was steckt da dahinter? Ach so, ja, da haben wir in der U17, als ich noch bei Bremen gespielt habe, hatten wir hier ein Punktspiel. Das haben wir, glaube ich, 6 oder 7-1 gewonnen. Ja, und jetzt wohne ich hier 300 Meter weiter weg. Hätte ich das damals gewusst, das war natürlich jetzt witzig zu sehen. Als ich hier auch zum ersten Mal reingelaufen bin, habe ich mich gleich daran erinnert, dass wir da früher mal gespielt haben. Hier war Lennys großer Tag gegen St. Pauli damals. Ich hoffe, dass er natürlich am Sonntag dann auch 2 Tore für uns schießt. Und wenn er das macht, sieht es ja wahrscheinlich ganz gut aus. Dem ist nichts hinzuzufügen.